nicht Wein und auch kein Weizen. Kein landwirtschaftliches Produkt im US-Bundesstaat Kalifornien bringt mehr Geld ein als der Anbau von Haschisch. Erlaubt seit Jahren, natürlich nur zu medizinischen Zwecken. Mehr kommt nicht in die Tüte. Aber das könnte sich ändern. Bei den US-Kongresswahlen im Herbst dürfen Kaliforniens Bürger nicht nur Präsident Obama ein Zeugnis ausstellen. Sie stimmen in einem Volksentscheid auch über die Legalisierung von Marihuana ab. Es würde dann wie Alkohol besteuert. Sind die benebelt oder was steckt dahinter, haben wir Heini Hüsch gefragt. Das hier ist eine gruppentherapeutische Sitzung. Das feine Stöffchen einmal kräftig durch die Lungen jagen und der Doktor hat's erlaubt. Rashan plagen Schmerzen und Appetitlosigkeit nach Parasitenbefall. Seither kifft er auf Rezept, so wie Jason und Jeff. Jeff steckt eine Kugel im Bein. Marihuana sorgt dafür, dass du dich von den Schmerzen ablenken kannst. Du kannst kleinere Aufgaben übernehmen und dich so sehr darauf konzentrieren, dass du die Schmerzen für eine Weile vergisst, beteuert Rashan. Dann kommt noch der Vaporisator auf den Tisch. Der, so schwören die Jungs, beschleunigt den Trip in die schmerzfreie Welt. Auch wenn die Runde merkwürdig kräftig keucht. Wenn du Medizin in deinen Körper spritzt, wirkt sie auch schneller. Und so ist es mit dem Husten. Der erlaubt es dir, diese Medizin schneller aufzunehmen. Goldenes Kalifornien, von der Natur verwöhnt. Ein Paradies für Surfer und Kiffer. Nirgends sind die Gesetze für den Cannabisgenuss so liberal wie rings um die San Francisco Bay. Das Epizentrum der Cannabisbewegung ist Oakland. Führerschein, ärztliche Verordnung, kurzer Funkspruch. Wer Eintritt in das Gesundheitszentrum am Hafen begehrt, muss sich ausweisen als Patient. Dann erst gehen die Türen auf. In Amerikas größte Apotheke für Dope, Cannabis oder Marihuana. Der Stoff hat viele Namen und noch mehr Sorten. Dairy Queen, Hindukusch und Blauer Traum, portionsgerecht für den medizinischen Gebrauch, alles ganz legal. Er ist einer von 54.000 registrierten Kunden und ein Kenner, der es genau wissen will. Und schier überwältigt vom Angebot. From lip balms to Lippenbalsam, Cremes und dann die ganzen Pflanzen. Ach, und das Haschisch hier macht der Wahnsinn. And they have all the melts here and hashes. Just amazing. Er verwaltet den Wahnsinn. Steve DeAngelo, ein Cannabis-Aktivist der ersten Stunde und der amtierende Direktor der Dope-Apotheke. Wie eine Bühnenshow präsentiert der 52-Jährige das straff organisierte Unternehmen. Yes, so now we are in our intake department. Sein Fingerabdruck öffnet die Tür ins Allerheiligste. Hier lagert der Stoff, aus dem so viele Träume sind und der Schmerzen lindern kann. Seit 14 Jahren ist medizinisch verordnetes Marihuana in Kalifornien erlaubt. Im letzten Jahr, berichtet DeAngelo stolz, haben wir uns Verkäufen von über 20 Millionen Dollar erfreut. Und wir haben 2,5 Millionen Steuern gezahlt für Land, Staat und Stadt. Dass da mehr drin ist, haben sie auch im Rathaus von Oakland erkannt. Die feine Fassade täuscht. Oakland braucht Geld. Viel Geld. 16% der Menschen sind ohne Job. Im Haushalt klafft ein erbärmliches Loch. Die Stadt ist so gut wie pleite, wie der Rest von Kalifornien auch. Und so haben sie sich hier im Ratssaal entschieden, die Sache mit dem Hanfanbau selber in die Hand zu nehmen. 4 Lizenzen zum industrialisierten Anbau werden demnächst vergeben. Bislang war nur vom Doktor qualifizierten Patienten der Hinterhofanbau erlaubt. Oakland schreibt Geschichte. Da ist viel Geld in der Cannabis-Industrie und Arbeitsplätze, die wollen wir fördern. Und da gibt es natürlich auch die Steuereinnahmen, die Stadtverordnete schwärmt. Die Adresse ist gut. Mittendrin im feinen Teil von Oakland findet sich eine Erziehungsanstalt der besonderen Art. Oaksterdam, eine Uni nur für Cannabis.
Richard Lee hat sie vor 3 Jahren gegründet, Gartenkunde am Objekt. Es gibt zu viel zu lernen. Die Pflanzen brauchen Pflege und jede Sorte wirkt anders. Der Andrang ist groß, der Stundenplan dicht. Blattläuse, Patientenrechte, Businessplan. Vor dem Kiffen steht die Kunde. Gespitzte Ohren für den Stoff, der falsch genutzt in Schwierigkeiten bringt. Die Rechtslage ist komplex. Was Kalifornien erlaubt, ist anderenorts noch kriminell. Sie kam auf die Droge, weil sie dem Sohn half, den Tumorschmerz zu ertragen. Jetzt will John Dursel mit einer kleinen Kollektion von Haschprodukten anderen helfen. Wenn du schwer krank bist und du kannst wählen, warum sollte das natürliche Produkt nicht das bessere sein? Nördlich von Oakland hat der Herrgott ein Paradies geschaffen. Herrliche Tropfen gedeihen an den Hängen von Mendocino. Hier entstehen Spitzenbeine. Und hier wächst das beste Dope unter Kaliforniens wohlwollender Sonne. Nur erste Güteware, ökologisch angebaut. Das hier ist der Dom Perignon unter den Pflanzen, OG Kush. Matthew Cohn ist ein Kenner der Materie, für ein Patientenkollektiv baut er an. Die Sträucher haben sich prachtvoll entwickelt, einer bringt locker $5,000. Über Geld aber redet Matthew nicht gern, wohl aber darüber, dass diese Landwirtschaft einträglicher ist als der Weinanbau. Auch wenn mit der Legalisierung die Preise fallen, Matthew schreckt das nicht. Da wird es sicher Menschen geben, die Touren durch unsere Plantagen machen wollen, die probieren wie beim Wein, die sich über den Produktionsprozess informieren wollen. Da entsteht ein ganz neuer Tourismus, die Cannabiserien. Jeden Abend verschließt er sein Feld und macht den Alarm an, der direkten Polizeikontakt hat. Man weiß ja nie, wer sich da draußen so rumtreibt. Ein Podcast von das Erste.de.